Ja, Bayern München war heute, so wie es auf dem Platz stand, selbstverständlich stabil, aber es wundert mich jetzt nicht so wahnsinnig, wenn ich mit Coman und Sané und mit Upamecano und mit Kim spiele, dass ich stabil bin gegen eine Mannschaft wie uns heute. Deshalb, wir hatten heute keine Chance gegen diese Mannschaft und haben gekämpft und gerannt und Fußball gespielt haben wir nicht sehr gut, aber es war nicht möglich und wir haben total verdient 3-0 verloren, aber wir haben nicht 6-0 verloren. Und das hat damit zu tun gehabt, dass die Mannschaft einfach gefightet hat und alles gegeben hat. Die Voraussetzungen heute für das Spiel waren mehr als ungünstig. Und von dem her bin ich heute mit der Mannschaft, mit ihrer Haltung sehr zufrieden. Also wenn wir am Ende 8. oder 9. werden, der SC Freiburg, dann können Sie ja mal ausrechnen, wer alles hinter uns wäre. Also das würde ich sofort unterschreiben. Was passiert ist die letzten 2-3 Jahre, sind vollständig drüber gewesen. Und jetzt haben wir ein paar richtige Baustellen. Chico Höfler weg, Christian Günther Lange weg. Das sind Schlüsselspieler. Matthias Ginter heute weg. Das können wir nicht kompensieren. Und wir haben heute Spieler auf den Platz noch gebracht, die ihr erstes Bundesligaspiel gemacht haben, die eigentlich bei der zweiten Mannschaft spielen. Die hätte vor 4 Wochen überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie heute spielen. Und deshalb heißt jetzt gegen Bochum in 2 Wochen auf dem Platz stehen, alles tun, die Europapokalspiele genießen, Bundesliga stabil bleiben, ein paar Mannschaften hinter uns lassen, dann wäre alles wunderbar. Sage ich nichts mehr dazu, zu den Terminen. Was soll ich da nur sagen? Aber da wird ja eh gemacht, was sie wollen. Schauen Sie jetzt wieder die Vergabe der WM. Ich meine, das ist ja alles nur politisch. Und die nächste ist in Saudi-Arabien. Egal, die kann, warum nicht, aber es sind alles nur politische Handlungen. Dann, so ist es halt.